Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu mit Peter, Brammen, Christian und Jay. Hallo. Und Andi, hallo. Dem süßen Andi heute. Ja, ich bin oh, mein Lieblingssüßer, Lieblingsmoderator. Ja. Das ist nett. Ich freue mich, dass ihr mich hier so lobpreist. Und das könnt ihr auch machen mit Kevin, denn der hat das heutige Fragenset vorbereitet. Und es geht um Süßigkeiten. Danke, Kevin. Danke, Getränken. Kevin. Vielen Dank, Kevin. Danke, Kevin. Danke, Kevin. Ja, also ganz viele zuckrige Sachen heute. Und wir legen direkt los mit Frage Nummer 1. Okay. Und zwar, ihr müsst mir auch bitte beide nennen. Das ist eine Buzzer-Frage. Okay. Welche zwei Prominenten waren im deutschen Fernsehen als Werbebotschaft? Ja. Peter. Das sind die Klitschko-Brüder. Oh, auf Milchschnitte. Ich dachte, das sind die Gottschalk-Brüder. Also Thomas Gottschalk und der Bruder, der für die Post auch gearbeitet hat. Der andere Gottschalk. Christoph Gottschalk? Nein. Christian. Aber Gottschalk ist wahrscheinlich, pass auf, die Frage zielt auf Haribo und dann ist da Thomas Gottschalk und Bulli? Ja, das wollte ich hören, sehr gut. Bulli? Genau. Oh, Michael Bulli. Ja, Michael Bulli Herbig. Das habe ich nicht gewusst. Der hat doch Tommy abgelöst für Haribo. Wild, okay. Das wusste ich nicht. Die Werbebotschafter von Haribo, mittlerweile sind es ja die Kinder, die nachgesprochen werden. Okay, keine Ahnung. Ich dachte, das wären die. Hä, hat der Gottschalk-Bruder nicht auch was gemacht? Ich glaube, der hat das. Hat er schon mal gemacht. Ja, der hat auf jeden Fall, war der, glaube ich, dafür verantwortlich, dass die Haribo-Dinger so Dauerwerbesendung-mäßig auf der Wetten, das-Couch, auf dem Couchtisch da standen. War der verantwortlich und nicht Thomas? Okay. Nee, ich glaube, der hat gefädelt. Hinter der Kamera, weißt du? Ich glaube, ja. Mutmaßlich. Frage 2. Mutmaßlich. In welcher Stadt steht die weltweit einzige Toblerone-Fabrik? Holy shit. Brammen. Ich sag mal in Zürich. Tokio. Nein. Dann in Bern. Ja. Nice. Bern. Weil du ja so viel Städte hat die Schweiz nicht, ne? Weltweit einzige Toblerone-Fabrik. Ja, du musst dir mal vorstellen, wie viel die produzieren, weil die an jedem verfickten Flughafen der Welt in diesem Duty-Free-Shop Toblerone haben. Ja, die müssen jetzt ihr Logo Holy ändern. Shit. Aber wieso sind die denn in so einer großen Stadt wie Bern? Weißt du, so eine gesamte Produktion ist da bestimmt, da brauchst du ein Riesengebiet. Das heißt, das ist arschteuer. Warum geht man nicht an so einen Ort wie den Arsch der Welt? Bern ist erst mit der Toblerone-Fabrik da rumgewachsen. Das ist quasi der Mittelpunkt von Bern. Wie wolltest du sagen? Die Schokoladenstadt. Ja, die Schokoladenstadt. Toblerone ist fucking awesome. Ja, finde ich auch. Ja, die kleben immer so in die Zähne, die da drin sind. Das ist das Geile. Frage 3. Auf welche Süßigkeit fährt Woody Harrelson? Wer? Christian. Oh. Twinkies. Ja, sehr gut. Im Film Zombieland ab. Twinkies ist korrekt. Ja, sehr gut. Das ist nicht Woody Harrelson, das ist sein Charakter. Das ist ein Schauspieler. Das ist tatsächlich, aber ich könnte jetzt tatsächlich nicht. Wie hieß der nochmal? Die haben sich so genannt, wo die hinwollen. Achso, dann hieß der wahrscheinlich, keine Ahnung. Twinkieland. Nee, so. Ist ja wurscht. Das ist Twinkieland. Schmecken gar nicht mal so geil. Ich hab's noch nie gegessen. Frage 4. Wie lautet denn die deutsche Übersetzung für Creme Brûlée? Ja, Peter. Boah. Hau mal rein. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, weiß ich doch. Du hast einen Essens-Podcast. Ja, okay, aber die deutsche Übersetzung für Creme Brûlée. Was könnte denn Brûlée heißen? So Creme also Creme weiß ich alle. Brille, oder? Bram. Das ist doch, wenn man das mit diesem Bunsenbrenner anbrennt. Also angebrannte Creme. Gebrannte Creme, ja, wow, angebrannt, wie auch immer. Alter, ist korrekt. Ja, sehr gut. Peter, das Quiz kannst du ja eigentlich auch. Darf man das schon sein? Der Podcast, den du heute aufnimmst, kommt nach der Folge raus. Nee, vor dieser 50-Fragen-Folge raus, ne? Die 50-Fragen, das kommt, glaube ich, einen Tag vorher kommt die Podcast-Folge, ja. Ah ja, okay, dann kannst du ja nochmal Alexander Herrmann das Quiz hier vorlegen, was der weiß. Ihr habt alle ganz schön viel Input, was ich mit Alexander Herrmann besprechen soll. Die Pfannen ja, wir und helfen Töpfe. Dir, wir arbeiten dir doch nur zu. Alter. Ja. Also, du musst so weniger Arbeit machen. Wichtige Fragen aus dem Pizza Meat Cocktail React, ja, wann ist eine Pfanne
eine Pfanne und wann ist eine Pfanne ein Topf? Fragst du mal bei Social Media, was den Fragen. Ich habe genug Fragen schon notiert. Ja, jetzt, weil wir dir die gegeben haben. Peter will einfach keine Hilfe haben. Ja. Erstmal zur Frage Nummer 5 und es ist eine Schätzfrage, also bitte eintippen. Ah. In welchem Jahr? Jetzt bin ich letzter. In welchem Jahr kam denn der erste Snickers-Riegel auf den Markt? Boah, keine Ahnung, hier. Irgendwo da. Gar kein Plan. Nee. Ja. Wird nochmal korrigiert. Aber jetzt sind alle fertig und die jüngste, also die am weitesten, am längsten her ist, so, kommt von Brammen, 1914, sagt er. Dann kommen wir zu Jay mit 1940, Christian mit 1946 und Peter mit 1963. Ja, Sieg über die Achsenmächte, da haben die sich gedacht, ja, machen wir doch so einen Sieger. Ich habe eher gedacht, das ist was für die Laune am Kriegs. Ich dachte, da hätten die nur Maßregeln mit, weißt du, Snickers kam später. 1940? Da haben ja die Amis doch noch gar nicht teilgenommen, oder? Ja, gut, dann ist es halt 1941 oder 1942. Also, ja, okay. Was weiß ich, ich habe ja geschätzt, keine Ahnung. Es war im Jahr 1930 und damit ist Jay am nächsten dran. Egal. Nein, dann bin ich letzter, richtig reingeschissen. Ja, beschissen getippt. Ich glaube, okay, war doch nicht der zweite Weltkrieg. Kurz nach der Weltwirtschaftskrise machen wir mal eine neue Fabrik auf und verkaufen Sachen. Ja, muss ja irgendwie Geld reinkommen. Ja, wahrscheinlich. Übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, Snickers benannt nach dem Pferd der Besitzerfamilie, die, also das kommt ja von Mars, ne? Das hatten wir irgendwo auch Mars schon mal. Das kommt mir jetzt gerade auch bekannt vor. Pferd. Das mit dem Pferd habe ich schon mal gehört. Snickers ist ein lustiger Pferdename. Im TV oder so. Ein guter Name, ja. Frage 6. Was wollt ihr denn? A-O-Am. Oh, lol. Yeah. Wollte Christian auch sagen. Frage 7. Wie lautet die Bezeichnung für die japanischen Reiskuchen aus Klebreis? Jay. Kimchi? Nee, Kimchi ist cool. Wie heißt die Ding? Mochi. Ah, Mochi. Ja. Mochi. Nein. Genau. Scheiße. Ja, Mann. Ja, Kimchi ist Kohl, Mochi ist der Klebreis, der traditionell vor allem zum Neujahr gegessen wird. Herr Kimchi ist auch sehr süß. Wenn da in Zucker eingelegt ist. Ich könnte trotzdem keinen Nachtisch. Das ist richtig. Dafür ist der Rest alles andere. So, genau, dafür ist der Rest so proportional geiler. Ja, das ist auch richtig. Frage 8. Jetzt kommen wir zu einem sehr beliebten Thema. Wie viele Vögel sind denn auf dem aktuellen Logo von, und ich spreche es absichtlich falsch aus, Nestle abgebildet? Wie viele Vögel? Was ist denn da falsch? Erstmal, wie spricht man es richtig aus? Nestle. Ach ja, da ist ja das Accent auf ich dem Ich sag E. einer. Meinst du, das ist eine Fangfrage? Hm. Ich sag 7. Nein. Ich sag 2. Nein. Aber 3 dafür. Es sind 3! Ja! 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 Ich hab's gewusst! Ja, hab richtig gebuzzert. Oh Mann, ey. Sehr gut. Frage 9. Hast du mehr Punkte geholt? Frage 9 und auch hier möchte ich bitte wieder beide wissen, sobald nur eines falsch ist, gibt's keine Punkte. In einem Interview mit einer Logo-Kinderreporterin im März 2022 gab Papa Olaf Scholz seine beiden Lieblingseissorten frei. Christian. Das ist ganz einfach, denn Politiker wie er ist, hat er gesagt, Erdbeer und Vanille. Boah, Alter, das ist so langweilig, ne? Das ist so langweilig, das passt so sehr. Das ist ja die Parteifarben. Oh, komm. Na, ich sag Schokolade und Vanille. Hätte ich auch gesagt. Ja, das ist genauso langweilig. Genau, ja, ich weiß. Genau deswegen. Also eine Antwort davon war richtig. Bei mir auch. Schokolade und Erdbeer. Ja, was? Nochmal bei ihm auch? Bei Chris auch? Ja, okay, jetzt musst du kurz warten. Ja, okay, Schokolade und Erdbeer. Auch davon wieder eins richtig, aber das andere stimmt nicht. Okay, ja, komm, Schokolade und Stracciatella. Oh, sehr gut. Nein. Oh, Schlumpfei. Engelblau. Ja. Okay, Schokolade und, das ist jetzt wilder, Zitrone, aber da traue ich dem nicht zu eigentlich. Scheiße. Ist aber korrekt, James. Was? Ja, Schokolade. Was ist denn für eine Mischung? Weiß ich nicht. Ja, aber die isst du wahrscheinlich nicht zusammen, oder?
Ja, wäre noch komischer. Ich habe, also schmeckt ich in meinem Leben nice. Noch nie Zitroneneis gegessen. Oh, mega geil. Ja, ist gut. Okay, dann weißt du, was du heute Nachmittag mal tun solltest. Ja, Zitroneneis stimmt. Ist mega gut. Ist gut. Frage 10. Welche, und auch hier, wie machen wir das? Bist du hart, Andi? Wenn ihr eins wisst, also ich lasse euch dreimal buzzern sozusagen. Einmal reicht mir schon, es gibt dann volle 4 Punkte. Welche Verpackungsfarbe haben die Rittersportsorten Marzipan? Christian? Marzipan ist rot. Das ist korrekt. Oh, ich dachte Marzipan wäre gelb, aber dann sag ich trotzdem gelb. Ich hasse dich. Ja gut. Ja, es ist korrekt. Alter. Das ist unverschämt, nice, dass der Knusperflakes als Frage bekommt. Und dann haben wir noch Nougat und das war dunkelblau. Das stimmt. Nein. Marzipan, Knusperflakes und Waffel. Junge, das weiß. Du hast Nougat gesagt. Du hast Nougat angefangen. Knusperflakes, nee. Ja, habe ich gesagt. Und Waffel. Das K kam leider im CS nicht an. Hellblau. Nee, Waffel hellblau ist, das ist Alpenmilch, oder? Ja, genau. Ja, Mann, Alter, dann halt braun. Nee, das ist Kakao. Ach komm, ja, das ist alles vorbei, ey. Was ist denn Waffel? Das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob Freddy sich also, da also, Joghurt ist weiß. Haselnuss ist, glaube ich, grün. Ja. Alter, was ist das? Ich bin so sicher, ich höre mir das nochmal an. Du bist mir so sicher, dass du Marzipan Nu gesagt hast. Aber kann ja nicht. Marzipan, danach kommt der Knusperflakes. Ja, er hat trotzdem Nu gesagt. Aber dann wäre ja gelb falsch gewesen. Ja, Knusperflakes kann doch auch an 3 gewesen sein. Ach so. In ja, meinem selbst, Kopf. Vielleicht hat er einfach genuschelt. Mein ja, Gott, nee, kann ja mal passieren. Nee, ich habe keine Ahnung. Waffel hat sich Freddy inspirieren lassen. Als Tipp, habe ich ja eben schon gesagt. Und ich sag mal 5, 4, 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage, Sturmwaffel, hat der nicht orange als seine Farbe so ein bisschen etabliert? Ich hätte auch gelb gesagt, scheiße. Also, weil eine Waffel gelb ist? Ja, Waffel ist auf jeden Fall orange, Knusperflakes ist gelb, Marzipan ist rot. So. Schade. Frage 11. Ihr tippt bitte ein. Und zwar, für alles Korrekte gibt es einen Punkt und ihr dürft maximal 4 aufschreiben, obwohl es mehr Antwortmöglichkeiten gibt. Welche Mipralinen von beliebten Marken befinden sich in einer klassischen Celebrations-Geschenkbox? Wie viel sollen wir aufschreiben? Maximal 4. Es gibt aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 richtige. Boah, da habe ich richtigen Schmutz aufgeschrieben. Okay, wieso kichert der da so rum? Weiß ich auch nicht. Ja, aber einer will hier brillieren. Ja, so einer will alle 8 aufschreiben, ja. Wenn da ein Falscher bei ist, zählt der Rest leider nicht. Ja, würde ich auch sagen. Okay, alle haben eingeloggt. Peter schreibt Milky Way, Mars, Twix und Bounty. Bram schreibt Bounty, Mars, Snickers und Milky Way. Christian schreibt Mars, Snickers, Malteser, Bounty und Twix. Und Jay schreibt so eklig. Twix, Milky Way, Bounty, in Klammern Schmutz, Snickers, Mars, Malteser, Darf und Darf Karamell. Und ihr habt alle Bounty aufgeschrieben. Und das ist korrekt. Das gibt jedem von euch einen Punkt. Twix gibt auch einen Punkt, das hat Peter aufgeschrieben und Christian und Jay. Dann haben wir Mars, auch das ist korrekt, hat Peter aufgeschrieben, Brammen, Christian und Jay. Und nein, ich hatte, okay. Ich hatte die ersten 4 halt mit einem langen Leerzeichen gemacht, dann bin ich die anderen, egal. Nimm halt die, gib mir nur einen Punkt dann noch. Dann hast du nur 4 aufgeschrieben, das ist natürlich schade. Peter hat noch Milky Way, das ist korrekt. Brammen hat auch Milky Way, das ist korrekt. Christian hat Malteser, das ist auch korrekt. Das weiß ich, weil das sind die ekligen, die ich immer meiner Frau abgebe. So eklig fand ich die gar nicht. Und Jay hat auch Milky Way aufgeschrieben, ist auch korrekt. Also alle bekommen hier 4 Punkte. Jay hat ja Darf aufgeschrieben und Darf Karamell. Ich glaube, die Dinger heißen mittlerweile Galaxy, wenn ich nicht ganz falsch bin. Galaxy Karamell ist richtig. Und Galaxy als klassisches. Deswegen, ich glaube, Galaxy, die habe ich ja noch nie gehört.
Also, ich habe lange keine Celebrations-Packung mehr gehabt, aber die 8, die Karamell war geil. Ja, die Karamell, die generell auch die Schokolade von da fand ich auch nicht so scheiße. Das heißt jetzt Galaxy, aha. Ich meine schon, also ich hatte, ist noch nicht so lange her und da habe ich gedacht, hießen die nicht mal anders, aber schmecken gleich, deswegen, aber. Ist nicht, also haben die sich umbenannt, weil das sonst so eine, wie heißt das, so eine Lotion ist für nach dem Duschen? Oh, das kann sein, das stimmt. Weil die hieß das nicht auch Darf? Ja. Ja, kann sein. Verwechslungsgefahr, was man essen soll. Ja, bei den Amis ist das ein Problem. Ich weiß es nicht. Frage 12. Oh, Bonn. 2010 bis 2014 hatte das Stadion des Fußballvereins SPVGG Greuther Fürth eine Süßwarenmarke in seinem Namen. Welche Marke ist gesucht? Welche Marke hatte das Stadion von denen im Namen? Tja, wer war da im Fußballmanager mit drin? Da kann ich mich nicht erinnern. Ja, aber absolut keiner. Sportvereinigung Greuther. Was kommt denn aus Fürth? Lebkuchen Fürth. Weil das ist das Nürnberg, ne? Das ist dann. Einfach schön. Schweineherzen. Oh. Schweineherzen Fürth. Ja. 5, 4. Trollis. 3. Trollis. Jay. Ist korrekt. Oh! Abgesnackt. Arena. Yes! Als ob das stimmte, ey. Das stimmt. Du hast mich da wirklich drauf gebracht. An Trolli habe ich schon mal im Kopf gehabt. Also, jetzt, wo du sagst, Trolli. Ich fand das einfach nur lecker. Nice. Aber ey, Christian, ey, krass. Aber die Trolli-Arena, ich mir gerne mit, ey, ich hätte niemals, also ist okay, weil ich hätte niemals gedrückt und Trolli gesagt. Das war echt so ein Hirnfurz. Ja, klingt irgendwie ein bisschen komisch, wenn man sich mal so vorstellt, aber ist korrekt. Frage 13. Die Trolli-Arena, ey. Wofür steht denn das Akronym Milka? Christian. Milch und Kakao. Ja, korrekt. Also ich habe den Eindruck, ihr seid schnell. Hier ganz gut. Ja, guckt doch unsere Körper an. Ich glaube, dass ich weiß, wo jemand von Milka arbeitet. Der dürfte auch nicht so weit unten sein, denn jedes Mal, wenn wir zum Golfen fahren, ist da so ein Vorgarten, da steht eine richtig große, also so eine 1:1 Kuh in Milka angemalt im Vorgarten. Aus Schokolade? Das habe ich noch nicht getestet. Ja, da ist auch eine kleine Kuh mittlerweile bei. Meinst du, die schmilzt mal, nicht einfach Story weg? Beiß einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Entweder hast du so positiv zu beißen. Mal hingehen. Hallo, ja, ich wollte nur mal rum. Ansonsten schicken wir Alexander Herrmann. Der beantwortet alle Fragen. Kann der so eine Kuh machen, die man in den Vorgarten stellen kann? Frage 14. Und ihr müsst bitte eintippen. Was benötigt man, um in Minecraft einen Kuchen herzustellen? Und hier, es sind 4 Antworten. Ihr müsst mir alle aufschreiben. Und zwar auch die Anzahl muss stimmen. Oh Gott! Boah, also, komm. Den Gegenstand und die Anzahl. Nur dann kriegt ihr für dieses Ding einen Punkt. Insgesamt 4 Sachen. Ah ja, keine Ahnung, ey. Okay. Stop that. Ja. Wie baut man denn wohl? Boah. Was ist denn wohl die 4? Das ist jetzt blöd. Ich weiß die Anzahl nicht. Da. Hab nie einen Kuchen gebaut. Oh, it's the cake is a lie. Gibt's gar nicht. Was könnte man da noch hin tun? Da so eine scheiß Gaming-Frage hier rein. Ich dachte, das geht stimmt, um Süßigkeiten. Wenn die Anzahl 9 übersteigt, wird das schwierig, ne? Ja, das kann nicht sein. Ich bin auch im Kopf die ganze Zeit überlegen, wie das angeordnet wäre. Das weiß ich auch nicht mehr. Das könnte einem helfen, ja. Und 2. So. Okay, alle haben eingeloggt. Und Peter hat geschrieben, beginnen wir mal, Milch 2-mal. Milch. Der Meinung ist auch Christian. Jo! Ja. Bram hat da gar nichts. Doch, Milch da hab ich.
Aber ja, ich hab den Apparat dafür, der die herstellt, habe ich quasi beschrieben. Ja, auch zweimal. Titten habe ich geschrieben. Jay hat einmal Milch geschrieben. Ihr habt grundsätzlich recht, Milch kommt rein, aber dreimal. Das hat niemand. Also geil, hier, das heißt keine Frage von Milch. Ja, wir wollen es ja genau wissen. Dann das nächste Produkt ist Weizen. Und das hat Jay, und zwar dreimal. Christian auch dreimal. Brammen hatte dreimal Weizen. Oh. Und Peter hat kein Weizen. Er hat Mehl geschrieben, und zwar zweimal. Mm. Jetzt könnte man darüber diskutieren, ob Weizen und Mehl das gleiche ist. Ist aber auch egal. Es sind nämlich exakt dreimal, nicht wie Peter geschrieben hat, zweimal. Das bedeutet Jay, Christian und Brammen jeweils einen Punkt. Das nächste Produkt ist Zucker. Jay hat das zweimal, Christian hat das zweimal, Bram hat das dreimal und Peter hat das einmal und es sind zweimal Zucker, also Christian und Jay einen Punkt. Yum, 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 das schmeckt. Ja, bei manchen ist der Kuchen süßer, bei anderen nicht. So, needed. Das, ja, wir haben noch ein Produkt und das könnt ihr euch jetzt auch ausrechnen, wie oft das drin sein muss, und zwar ein Ei einmal und das hat Christian geschrieben, Bram hat das geschrieben und Peter leider nicht, deswegen, was habe ich jetzt gesagt? Christian und Brammen einen Punkt. Und Peter hat noch null Fick geschrieben. Und Jay hat noch einen Kakao geschrieben. Ich dachte, diese Kakaobohne kommt da rein. Scheiße, ich habe an das Ei gar nicht gedacht. Ja. Sehr gut. Ah, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es müsste alles richtig sein, ich Vollidiot. Deswegen habe ich da hab ich vielleicht. Das ist doch ein brauner Kuchen. Wie wird denn der braun? Als die Milch schon falsch war. Ich dachte, wieso redet Andi überhaupt noch weiter? Die Nummer ist doch durch. Schade. Nein. Peter, bist du sauer? Der ist gut. Süß. Alles gut, ja. Okay. Frage 15 ist eine Schätzfrage. Ihr dürft also in dem Text verbleiben. Und Punkte für Peter. 2004. Hat bisher nicht geklappt. Süß oder salzig? Deutschlands Snacktypen. Wie viel Prozent der Befragten gaben in einer repräsentativen Befragung im Jahr 2020 an, ein eher salziger Snacker zu sein? Und zwar in Deutschland eben. Also wie viel Prozent der Deutschen sagen, ich bin salziger Snacker? Jay hat halt gesagt. Das kommt halt immer drauf an, finde ich, bei mir. Das ist die Laune. Ja, aber also das ist ja, geil. Wenn du dich halt entscheiden musst, dann musst du dann dich halt einfach entscheiden. Ich glaube, also wenn ich mich tatsächlich entscheide, wir können ja mal kurz die repräsentative Umfrage machen. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich für süß. Ich auch. Ich Chris Rick das jetzt. Was denn? Was hast du auch salzig gesagt? Nee, wenn ich mal so drüber nachdenke, tendiere ich eher zu süß. Okay, drei Fünftel. Also was ist denn drei Fünftel? Gesagt? Der hat salzig gesagt. Also zwei Fünftel, okay. Ah nee, stimmt, zwei Fünftel salzig, ja. Also für euch zur Info, ich weiß nicht, ob es euch weiterbringt, aber es gab drei Antwortmöglichkeiten für die Befragten. Eher süß, eher salzig und sowohl als auch. Was sagt aber wieso? Jetzt? Ach, sowohl als auch gab es auch. Wie wird denn sowohl als auch aber gezählt? Nur die Antworten, die gesagt haben, eher salzig. Also sowohl als auch suchen wir nicht. Immer mal es geht ja auch eher salzig. Peter hat aber trotzdem bestimmt eher salzig. Also, dann bin ich bei beides. Gut, alle haben eingeloggt. Die geringste Schätzung kommt von Christian. Er sagt 12%, Brammen sagt 16% und Peter und Jay sagen 27%. Jawohl, Peter, jawohl, das sind doch unsere Punkte. Die richtige Antwort ist, sind 50% der Befragten sagen beides. 31% sind eher bei süß und damit 19% eher bei salzig. Und da ist Brammen. Am nächsten Toll, dran. Peter. Nice. I'm sorry. Toll, Jay, ey. Vollidiot. Hat mich nach dir gerichtet. Trolli, ey. Ja. Ja, jetzt beschwör dich mal 19%. Nicht. Du ja auch nicht. Frage 16. Was ist laut einer Umfrage in Deutschland der wichtigste Anlass für den Verzehr von Knabber? Jay. Ach, Christian, sorry. Ich will jetzt so mal aus mir selber schließen: Filme. TV-Abende ist die korrekte Antwort, das lasse ich so gelten. Ja, und zwar 75% der das ist halt der einzige, also das ist halt der einzige Moment, wo du dich hinsetzt und denkst, jetzt hätte ich gern was zu knabbern.
Ja, oder das ist halb 10 in Deutschland. Das ist was ganz was Eigenes. Wir haben halt 11. Ja, die Nummer ist durch heute. Schade. Die nächste Antwort wäre übrigens Party gewesen mit 58%. Proviant für lange Autofahrten haben wir 16%. Ach, du Scheiße, Proviant, ja. Für unterwegs. Für lange schöne Tüte Chips während der Autofahrt, damit ich alles zufette. Mega gut. Ja, aber ich kann halt verstehen, das kommt aus der Zeit, wo die Leute mit dem Auto in Urlaub gefahren sind und dann so Bulli und Wohnwagen und all so ein Kram kam. Da, das kenne ich halt aber auch. Aber Jay, du könntest doch einfach eine Tüte Haribo nehmen. Nee, es ging doch um salzige Snacks, oder nicht? Nee, Snack allgemein. Nee, generell. Ach, Snack allgemein, okay. Also, ich hab direkt das mit Chips verbunden, aber er hätte ja auch dieselbe Antwort gegeben. Aber du bist gegeben. Ja der süße Snacker, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, was ich salzige Heringe, finde, beste. 26% der Befragten sagen, Grillen ist ein guter Anlass für Knabbern. Was? Also, warum? Ja, ich Grillfleisch und Salat und Brot. Nee, Knabbern an dem Bauch weg. Ein Steak, ein Snickers. Und ein also Steak, danach bin ich voll gegessen, da hau ich mir doch nicht nur irgendwie Trolli rein oder so. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen, aber gut. Okay. Frage 17. Woo. Was wird im Süden Deutschlands, in Österreich, in der Schweiz und in Südtirol auch Bärendreck genannt? Was? Christian. Das ist eine ganz einfache Antwort. Bier aus dem Norden. Nein. Jay. Ich tippe auf Lakritz. Ja. Boah. Genau. Oh, holy shit, ja, so schwarze Köttel. Mhm. Oh, ja, so korrekt. Wie diese kleinen Katjes-Teile da. Ja. Mhm. Aber machen... Ist finde ich so ein eine Bär absolute so Unverschämtheit, dass man das Bärendreck nennt, so was Geiles. Ist nicht so ein Bär auch 3 Meter groß und scheißt so ein 2-Kilo-Haufen? Also, Boah, Alter, so 2 Kilogramm Lakritz, ey. Das ist geil. Ja, guck mal, dann hast du danach auch Bärendreck. Danach kippst du aber tot vom Stuhl, Alter. Frage 18. Für welches Produkt wird mit dem provokanten Slogan Koksen ist 80er geworden? What the fuck? Koksen ist 80er? Ist das jetzt was Gutes aus der Sicht davon? Koksen oder ist 80er, heute ist Milka. So heißt das, oder? Wie heißen denn diese UFOs, die man aufmachen kann? Alter, ja, oh mein UFOs. Gott, die sind richtig crazy. Ja, aber da kenne ich zumindest genug Leute, die sich da durch die Nase gezogen haben. Wait, ich sag mal Traubenzucker. Nein. Koksen ist 80er, Ahoi Brause ist heute. Nein. Stimmt. Ich kann euch so viel sagen, ihr habt für dieses Produkt auch schon des Öfteren mal Werbung gemacht. Und zwar Cheeseburger von McDonald's. Moment, was? Wir haben dafür Werbung gemacht? Ja, also, ja schon. Gerolsteiner. Ja. Koksen ist 80er. Heute Gerolsteiner, hä? Hey, für welches Moment? Also was bei Süßigkeiten vorkommen kann? Ja, Omen. Gamers Only Pulver. Was? Macht gar keinen Sinn. Kann man auch. Großes 80er Gamers. Die haben das Produkt sogar in Pulverform. Die haben das Produkt sogar für mehr oder weniger euch umgebrandet. Was? Mhm. What the fuck? Das Logo wurde geändert. Das Logo wurde geändert? Ja, und zwar mehrfach. Hä, für was? Dafür haben wir geworben? Ach, dafür haben wir ein Logo so geändert? Das ist so ein Andi-Witz. Wetten? Ist das so eine, oder gab es so eine Special, die haben müsste so eine Special Edition für uns gemacht, oder? Mhm. Ja. Okay, das war nicht nur einmal. Ja, aber die haben nicht ihr Firmenlogo umgeändert für uns. Nicht das Firmenlogo, aber auf dem Produkt war das Firmenlogo ein anderes dann, ja. Ja gut, aber nur innerhalb dieser Special Edition. Richtig. Okay, nicht generell für alles. Nein. Okay. Das war ein bisschen viel, ja. Weltweit war unser Logo. Okay, wo hatten wir unser... Das ist übrigens, also der Slogan ist komplett klein geschrieben. Und wie war der Slogan nochmal? Koksen ist 80er. Also das 80er ist auch klein geschrieben, das Koksen auch. Ach, Koksen ist 80er, heute Crystal Meth. Also Crystal Meth ist die Snack. Wir haben so ganz kleine Achten genommen. Ist die Leckerei. Und Bram hat damit Werbung gemacht. Und ich oh nein! Ich hab Rechtsklick gedrückt. Der hier UFO-Zeug mit UFO. Zeug, ja, ne? UFO. Saure UFOs. 5, 4, 3, 2, 1. Keine Ahnung. Und ich schließe das
Fritz Cola. Oh, wegen, oh, wegen Cola und Friendly Fire und da war früher Koks drin. Oh mein Gott. Ich denk doch dann nicht an. Ich denk doch dann nicht an Süßigkeiten, wenn ich Cola. Ja, klar. Ja, ja, das wie Zucker ist schon klar, aber für mich ist das ein Getränk. Ja, ist aber auch eine Süßigkeit. Okay, dann macht es natürlich Sinn, dass ich snacke beim Grillen, weil wenn ich da eine Coke dazu trinke, dann ist das ja auch Süßigkeiten essen. Ich glaube, so ist das nicht gemeint. Ja, naja, also, hä, was denn? Ist denn hier Süßigkeiten? 50 ja, Fragen. Stimmt. Irgendwie seltsam. Gut, wir kommen zu Frage 19. In welcher Stadt hat das Unternehmen Balsen seinen Sitz? Oh, shit. Bramen. Ist das Leipzig? Nein. Bramen. Ist das Hannover? Ja, es ist Hannover. Echt? Ist das in Hannover? In Neuss? Oder so gibt es auf jeden Fall auch noch eine Fabrik. Da gibt es auch Gewitter. Ja, genau, so ein Werksverkauf. Gewitter! Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Balsen da quasi die Zentrale hat. Ja, doch. Wird da nicht auch dieser große Keks da geklaut? Mal war das nicht der Leibniz-Keks? Ach, das ist schon was von Leibniz. Nee, ja, das war der Leibniz-Keks, aber das heißt nicht, dass das in Leipzig war. Ist Leibniz? Nee, Leibniz ist eine Firma, ne? Leibniz ist eine Firma, oder? Ja, okay. Oder gehören die zu Balsen? Leibniz kommt aus Leipzig, glaube ich. Wie auch immer, vielleicht kommt das ja noch. Das ist bestimmt noch eine Frage. Ja, Frage 20. Wie heißen die beiden Kinderprodukte von Ferrero, welche in Eiform angeboten werden? Ich will beide wissen. Ach, das ist blöd. Okay. Eine weiß ich nicht. Scheiße, das ist falsch. Kinderriegel und Kinder Happy Hippo Snack. Scheiße. Happy Hippo Snack aber was anderes ist zumindest gedacht. Von innen flüssig. Also. Und eich. Ich weiß nicht, wie das andere heißt. Scheiße. Das ist aus meiner. Das ist nicht meine Kinderzeit gewesen. Da gab es den Scheiß noch nicht. Ja, das ist das Ei zum Löffeln. Ja, okay, oder? Ich probiere das. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Das ist einmal das Löffelei und das Überraschungsei. Wow. Da, ich hätte gerne den Namen. Wie heißen die beiden Kinderprodukte? Deswegen Jürgen ich das so und Jürgen und Harry. Soll, ich dachte, das wäre das Überraschungsei für Mädchen, was es auch noch gibt. Dafür wird der Name gesucht. Oh, lol. Oh, dann gibt's drei. Aber das heißt ja gleich, Peter. Das ist ja einfach. Ja, das heißt wahrscheinlich gleich. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, wie das andere heißt. 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich das Ü-Ei oder Überraschungsei, das hat Jay ja schon genannt und das Löffelei ist Kinderjoy. Ja. Aha. So heißt das. Frage 21. Was ist mein Liebling von Ferrero? Mein Liebling? Mein Liebling in Anführungszeichen geschrieben. Es gibt ein Produkt von Ferrero, das heißt quasi mein Liebling, aber was? Bram? Bram sagt Süßigkeit. Das ist doch Moncherie. Ja, exakt. Moncherie bedeutet mein Liebling. Oh mein Gott. Auf welcher Sprache? Französisch. Ich dachte mal, Ferrero kommt aus Italien. Aber Französisch. Ist ja auch. Ja, okay. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Also. Ja, ist richtig. Ist ja okay. Ich würde auch sagen, dass Ferrero aus Italien kommt. Ja, ich glaube schon, ja. Frage 22, und das ist ein Produkt, was wir heute in dieser Folge schon mal gehört haben. Und zwar, was hält denn der Matrose von Ahoi? Jay. Hallo. Es schmeckt. Was? Ach, Mann! Der hält eine Ahoi-Brause-Packung in der Hand. Hä? Nein, Christian. Nee, der hält doch die Ahoi-Brause-Fahne in der Hand. Ja, eine Fahne hält er in seiner Rechnung. Das ist die Frage. Nee, ich hab gesagt, schmeckt. Ja, also es war die Frage, was er in seiner Hand hält. Es ist eine Fahne, keine Ahnung. Eine Fahne mit dem Schriftzug. Jay hat über eine Fahne gesagt, hätte man so hier absnacken können? Nee, war das nicht eben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er diese blaue Fahne in der Hand. Genau. Frage 23. Oh, das könntet ihr jetzt bin ich interessant. Jetzt bin ich interessant. Jetzt bist du erst interessant. Das ist abgehoben, Andi, mittlerweile, ne? Ja, sorry. Was versuchen SpongeBob und Patrick in der Episode Verkaufsgenies zu verkaufen, um einen Christian. Schokolade! Ja! Das wollte ich hören. Die ist geil. Um ein Leben in
wie in besseren Kreisen zu finden. Das ist Schokolade, genau. Jeder findet ja der Tückling. Ich habe erst. Ein bisschen Schokolade. Schokolade, Schokolade. Ich habe erst gestern Schokolade. Herausgefunden, dass SpongeBob ganz viele Lieder gecovert hat mit eigenen Texten. Wusstet ihr das? Ja, es gibt ein paar awesome Nein. Songs. Holy shit, die sind super lustig. SpongeBob ist generell sehr lustig. Ja. Aber es ist ja keine 50 Fragen zu SpongeBob, sondern zu Süßigkeiten. Deswegen Frage 24. Und jetzt, ich stelle euch sozusagen einen Reim. Und ihr müsst mir sagen, welches Produkt das ist. Okay. Und zwar, ich habe keine Schokolade, doch hinter Gittern Marmelade. Was bin ich? Was? Hinter Gittern Marmelade? Es ist schwer, finde ich, ja. Knast. Du kannst es nochmal vorlesen? Ich habe keine Schokolade, doch hinter Gittern Marmelade. Okay, wie heißen denn die Kekse mit dem Schokoladenkleck, nicht Schokolade, Marmeladenkleck drin? Ja, also diese bin ich auch, aber haben die Schokolade gibt's auch mit Marmelade, oder? Ja, genau, die haben Schokolade oben drauf. Nee, ich meine die. Meinst du? Nee, ich meine nicht die Softcakes. Ich meine wirklich diese aus dieser, was du bei Oma quasi bekommen hast. Ach so. Die, oh, warte. Viereckig und dann ist in der Mitte so ein Klecks Marmelade drin. Oh, wie heißen denn noch die, Balsen-Marmeladenkekse. Balsen-Marmeladenkekse. Lass mich das kurz überprüfen. War ich vielleicht gar nicht so weit näher weg. Dran, als ich erwartet habe. Ja, ich auch. Hä? Nope. Okay, ich gebe mir mal einen Freepop. Wie heißen denn? Jaffa Cakes. Was sind denn Jaffa Cakes? Oh, ich weiß den Namen. Ja, ich dachte, das wäre sowas. Nein. Christian. Pop-Tarts. Was? Das sind die Dinger, die mit Marmelade gefüllt sind, die du in den Toaster tust, die Amis sollen mal zum Frühstück essen. Warum denn dann hinter Gittern? Ja, wegen dem Toaster. Achso. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich das Ganze. Linzer Torte wäre die richtige Antwort. Was? Linzer, jetzt sind wir bei Torten? Jetzt sind wir, Alter, und dann googelst du auch noch meine fucking Balsen Marmeladenkäse. Marmeladenkäse. Geil. Geile Kombi. Naja, ich habe das gegoogelt, weil die Beschreibung jetzt so kurz ist, dass es ja auch auf mehrere Sachen zutreffen könnte. Und das würde ich dann gelten lassen, weil Linzer Torte finde ich schon echt heavy als Antwort. Steht das nicht mal. Die hat oben so ein Gitter aus Teig quasi und unten drunter ist Marmelade. So, das, so sieht Linzer Torte dann aha. Frage 25. Jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal. Ursprünglich aus Vermont. Ich komme, ich liebe Teig und ich hasse Sonne. Was bin ich? Was sind das hier für Rätsel, Junge? Das finde ich schon sehr, sehr schwer, Bram. Cookie Duff und Ben & Jerry's. Boah, richtig. Was? What? Nice. Ja. Die kommen doch aus Vermont, die haben doch diesen Werbespot mit Yeah, wir sind seit schon vielen Jahren in Vermont und haben glückliche Kühe, die Teig geben. Und deswegen, die haben doch diesen richtig crazy Werbespot dafür. Sagen die da echt, dass die aus Vermont sind? Die sagen doch alles mögliche über Basen. Uns gibt schon so und so, über Basen, über Ben Jerry's. Wir sind schon so und so alt und wir haben glückliche Kühe für unsere Milch. Und ich bin Häagen-Dazs-Kind. Häagen-Dazs? Oh. Ja. Aber korrekt, also bis sogar das Produkt ist korrekt. Nicht nur die Marke, sondern auch das Produkt. Frage 26, wir haben jetzt also Halbzeit. Christian führt mit 63 Punkten vor, Bram mit 54, Jay mit 40, Peter mit 30. Ich ernähre mich gesund. Scheinbar, ja. Auch hier wieder eine Frage, das finde ich sehr schwer. Welche Rockband verlangte einst vor ihren Auftritten von den Organisatoren Backstage eine Schüssel M&M's, von denen jedoch die braunen M&M's aussortiert werden sollten. Wait, M&M's hat doch keine braunen, das oder? Das habe ich schon mal gehört. Doch. Okay, wer ist so crank? Ja, Rockbands gibt's ja in welchem, also Jahrzehnt denn? Weil will man noch wissen, welche Rockband vor uns war mit dem Avocado-Bagel. Gibt's halt genau. So zwei, drei Stück. Also, die Band. Ja. Metallica. Nein. Also, die Band wurde gegründet 1972. Rolling Stones.
Ey, die sind früher. Nee, die gibt's, glaube ich, schon länger. Tut mir leid, dass ich nicht so bewandert bin, ja? Ja, schäm dich. Ey, ich nehme den Punkt. Alles cool. 2020 aufgelöst. Oh. Gibt's also nicht mehr. Die heißen auch so, weil, also, das macht auch Sinn. Also, die sind zwar zu viert, aber... Die heißen auch so, also das macht auch Sinn. Nein. Ich kann auch nicht gerade folgen. Okay. Es gab drei Gründungsmitglieder. Ja. Davon sticht da einer so ein bisschen raus mit seinem Namen. Zumindest die anderen beiden, die heißen so wie die Band. Sagen wir es mal so. Was? Mittlerweile, also die letzte Besetzung war Alex, Wolfgang und Eddie. Was? Van Halen. Eddie, ja. Van Halen. Genau. Wer? Okay. Einer der größten Gitarristen aller Zeiten. Jetzt ja, auf jeden Fall, also du hast den zumindest keine schon mal Ahnung. Gehört in einem Song von Michael Jackson. Ja, das kann durchaus ist sein. Der Jehe macht. Genau. Ja, der Gitarrist, der macht so. Ja. Übrigens als Begründung, die Forderung war ein Test, stimmte mit den M&Ms etwas nicht, deutet das darauf hin, dass die Organisatoren weder Vertrag noch Rider nicht sorgfältig durchgelesen haben, befanden sich trotzdem braune M&Ms in der Schüssel, behielt sich die Band vor, das Konzert abzusagen und die Gage trotzdem zu kassieren. Aber wie smart ist das denn? Ja, finde ich interessant. Naja. Also entweder ist das so ein Ding, die wollten eigentlich immer nur ihre Gage haben, ohne auftreten zu müssen. Voll oder smart. Das ist echt smart halt wegen dem Vertrag. Das sollten wir ab jetzt auch immer machen, wenn wir irgendwo hingehen. Ich so kleine Fallstricke bauen, die man nur mitbekommt, wenn man wirklich liest. Richtig. Na. Frage 27. Wieder ein Was bin ich? Ich bin bunt geschmückt. Kinder sind entzückt. Probier von Erdbeer, Schoko, Sahne und genieße. Wo gibt's noch Qualität wie diese? Bram. Wow, das macht keinen Sinn. Ich sag trotzdem Koppenrad und Wiese. Wie heißt das Produkt? Koppenrad und Wiese. Ja. Das ist die Benjamin Blümchen-Torte. Ja, ja, exakt. Ist die danke, von Koppenrad Bram. Und Wiese? Ja. Na, ja. Gerne. Aber die sieht immer so aus, als wäre das pure Sahne. Also das kann doch gar nicht schmecken. Ich habe noch nie so ein Ding gegessen und auch immer, nicht. Wenn ich einkaufen bin, sehe ich das und denke mir, oh, jetzt eine Benjamin Blümchen-Torte. Und wahrscheinlich, wenn ich die kaufe und dann Alter. Esse, bin ich voll enttäuscht. Ja, bist du auch. Aber als Kind war die cool. Du stehst, das ist wirklich wie Zuckerwatte. Ich habe nie gegessen. Aber Luft mit Zucker. Oh, geil. Ah, naja. Frage 28. Wie heißt der Song von Katy Perry, in dessen Musikvideo eine riesige Süßigkeitenlandschaft zu sehen ist? Sweet 16. Oh. Ist das I Kissed a Girl? Nein. Scheiße. Sepp wüsste das. Fireworks. Nein. Sepp fuck, Alter, echt. Ich weiß genau, dass ich weiß es genau, wie sie aussieht da auch. Ja, das ist noch unsere Zeit. Die hat das vor meinen Augen. Sie sieht aus wie Katy Perry. Und die hat auch so Süßigkeit-Klamotten, glaube ich, ja, an. Ja, genau. Boah, scheiße. Ich kann sogar den Rhythmus in den Kopf holen. Ja, mach mal. Dumm. Fuck. Dumm. Ich glaube, hier wird gefudelt. 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich das. California Girls. Mhm. Heißt das? Ja. Richtig. Wow, okay. Wärt ihr ja scheinbar dann nicht drauf gekommen. Nee, wäre ich auch nicht. Frage 29. Unter welchem Namen kam der Riegel Twix? In Deutsch. Oh, Rider. Exakt. Hatten wir eben schon, aber als Rider von einer Band und jetzt Rider mit AI. Heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Genau. Frage 30. Ihr tippt bitte ein. Aus welchen 5 Schichten besteht ein Knoppers? Zu welchen 5 Schichten? Müssen alle stimmen? Nein, es reicht mir, wenn ihr mir die nennt. Es sind aber, warte mal, es doppelt sich hier was. Deswegen dürft ihr das auch doppelt schreiben. Und das gibt dann auch Punkte. Wenn ihr es nur einmal schreibt, gibt es nur einen Punkt. Okay. Ja, dann fangen wir unten an. Wie viel? 5? Das macht nee, Moment, Sinn. Stimmt. Oh. Wie lange habe ich kein fucking Knoppers mehr gegessen?
Wait, was ist denn jetzt passiert? Hä? Glaub so. Was? Moment, ich muss nochmal anfangen. Warte mal. Fuck. Also die Reihenfolge ist mir nicht unbedingt wichtig. Es geht mir um die einzelnen Schichten, dass alle dabei sind. Ach so. Für jede Schicht gibt es einen Punkt, das heißt maximal 5 Punkte. Wenn dir die Reihenfolge egal ist, dann bin ich ja erstmal entspannter. Gut, und da haben wir eine eingeloggt. Peter schreibt zweimal Keks, zweimal Schokolade, einmal Milchcreme. Bram schreibt Waffel, Milchcreme, Haselnusscreme, Schokolade und Waffel. Christian schreibt Waffel, Creme, Haselnusscreme, Waffel. Und Jay schreibt Schoko, Waffel, Milch, Waffel, Haselnuss. So. Eins kann ich euch sagen, die Waffel haben wir zweimal, sogar eigentlich insgesamt dreimal. Zweimal als normale Waffel und einmal als mit kakaohaltiger Pflanzenfettglasur überzogene Waffel. Es ist aber mir auch recht, wenn ihr da schokoladenüberzogene Waffel oder sowas schreiben würdet. Peter hat zweimal Keks geschrieben, das lasse ich so gelten. Brammen hat zweimal Waffel geschrieben, auch korrekt. Christian auch zweimal Waffel, auch korrekt. Jay hat auch zweimal Waffel, also alle zwei Punkte. Dann haben wir die Haselnusscreme, die hat Brammen genannt. Peter hat die nicht genannt, Christian hat Haselnuss und dann Creme, das ist mir aber ist in Ordnung, lasse ich gelten. Jay hat Haselnuss geschrieben, auch korrekt, ein Punkt. Dann kommt Milchcreme, das hat Peter genannt, ein Punkt. Brammen hat das genannt. Christian schreibt Creme, auch für mich in Ordnung. Jay schreibt Milch, auch das ist für mich in Ordnung. Und dann haben wir noch die mit Schokolade überzogene Waffel. Das hat niemand geschrieben. So, also Schokolade an sich reicht mir da nicht. Toll. Muss ja selber wissen, ne? Frage 31. Und jetzt kann Peter, glaube ich, glänzen. Wie werden denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Küchenpersonals genannt? Patissiers. Die Zubereitung von Süßspeisen ihren Arbeitsbereich nennen. Das ist korrekt. Das war fix. Ja, wäre auch peinlich gewesen, wäre das jetzt nicht richtig gewesen. Wäre wirklich. Diese Falle. Die Frage kannst du auch nochmal Alexander Herrmann stellen. Das weiß der, glaube ich. Ich glaube, das war ja. Können die mir vorstellen. Hat so einige eingestellt davon wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das macht der alles selber. Frage 32. Ihr tippt bitte ein. Wie lautet die korrekte französische Schreibweise für Mousse au Chocolat? Ach du Scheiße, nicht dein Ernst. Bitte. Ja, aber mit dem, man muss aber, also ich kann jetzt aber nicht hier irgendwelche Accessoire-Dinger machen, oder? Ach so, müssen die. Also sollte da sowas dabei sein, da bin ich mal so nett und lasse das euch auch durchgehen, wenn ihr es nicht tut. Aber die Buchstaben müssen in der richtigen Reihenfolge sein. Keine Ahnung, Alter. Sein. Das ist auch nur eine soziale Frage. Gibt es 4 Punkte. Ich hätte da nie Buchstabe Französisch falsch. Gehabt. Wie heißt das nochmal? Mousse au Chocolat. Mousse. Ah. Warum probiere ich das eigentlich überhaupt? Bram, wenn du fertig bist, bitte auf fertig. Ja. Oder ob du noch überlegst. Aber also. Okay. Alle mal eingeloggt. Bitte mal größer, ey. Peter schreibt Mousse, also Mousse. Der Gut habe ich auch. Genau, Christian auch. A, Schokolade, also CH und dann hinten mit TE. Bram schreibt, ficken Sie sich. Christian schreibt auch das Mousse von Peter, aber out, also AUT danach und dann Schokolade ohne E hinten dran. Und Jay schreibt Mousse, das von Peter, dann EAU, also EAU und dann Schokolade, gleich was Christian geschrieben hat.
Ihr seid aber alle falsch. Mus ist korrekt geschrieben. Mm. Au, also A-U kommt dann und Schokolad hinten ohne E. Nein, ich habe das E noch hinzugefügt. Es ist einfach nur das T bei O. Christian und Jay, ein Buchstabe leider noch falsch. Aber da muss ich, jetzt da bin ich streng. Ich wollte es korrekt haben. Ja, war ja auch angesagt. Frage 33. Dann hättest du auch wirklich zählen lassen. Das ist der gleiche, da gleich dran. Von welcher Marke werden edle Tropfen in Nuss verkauft? Boah, das sind doch diese... Boah, das ist ekelhaft. Was ist das denn nochmal? Das sind diese kleinen Super-Dinger. Ja, wo, das ist mit Alkohol, oder? Ja. Likör oder so? Das kennt Peter doch. War das Ansbach oder so ähnlich? Nein. Schade. Ansbach uralt. Das ist der Schnaps. Ich dachte, dann wäre so was. Scheiße. Ansbach oder Fernet Branca. Kann man da jetzt wieder abstecken? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das ist auch der Schnaps. 5, 4, 3, 2, 1. Milch. Dann schließe ich das. Trumpf heißt die Marke. Ja, ja, Trumpf. Ey. Ich denke, wir haben Kartenspiele gemacht. Frage 34. Und wir machen hier wieder so, ihr könnt oft buzzern. Es gibt immer 4 Punkte für jedes richtig Genannte. In welchen Geschmacksrichtungen werden die Kesselchips von Jay? Bacon. Bacon. Sie braun. Moment, welche Kesselchips? Gibt es noch mehrere? Vielleicht fehlt ihm was. Vielleicht heißt das nicht nur Bacon. Ja, als ob. Er lässt doch super viel durchgehen. Es ist tatsächlich hier nicht eine Aufzählung, aber es ist trotzdem korrekt. Ja, ach, ist Mann. Dabei. Bram. Salt und Vinegar. Ja, genau. Paprika. Peter. Nee, ich glaube nicht. Als ob kein Paprika ist das nicht. Nee, das ist was anderes. Nope, ist nicht dabei. Das ist Chili. Das ist das Rote. Das lasst du gelten, genau. Sweet Chili und Red Pepper heißt die Sorte. Christian. Sour Cream. Heißt nicht so, heißt Ranch Sauce Style, ja, aber ist Sour Cream. Deswegen lasse ich das so gelten. Ich wollte ganz kurz sagen, dass Pepper englisch Paprika heißt. Ja. Also das war genauso richtig wie Chili. Hä? Du meinst doch was anderes, oder? Ja, aber das war doch du meinst doch gerade Chips oder? Frisch. Oder du meinst doch Paprika. Ist Paprika. Oder? Red Pepper? Ja, du hast recht. Hätte ich gesagt, ja, ist Paprika. Ja, du hast recht. Dann, ja, du hast recht, da muss man fair sein. Ich ziehe den anderen jeweils einen Punkt wieder ab. Und du kriegst dafür auch deine 4 Punkte. Dafür kriegt Jay aber auch 4 Punkte für das Chili. Obwohl es das gleiche Produkt in dem Fall ist. 2 Stück fehlen mir noch. Holy shit, okay. Noch. Und ich. Salz! Okay. Was haben wir denn bisher gesagt? Nein. Das wäre auf jeden Fall sehr passend gewesen. Wenn das ist echt also, blöd. Ihr habt das Bacon gesagt. Ach so, ja. Chili und Red. Bitte? Meine Lieblinge, Barbecue! Richtig, Spicy Barbecue Sauce Style. Eine würde jetzt noch fehlen. Und ich sag mal 5, 4, 3, 2, 1. Und dann schieße ich das. Die Sorte heißt Country Ketchup Style. Ach so, ja klar. Ja. Ja, wieso haben die denn alle so abgefahrene Namen? Marketing. Ja, die Chips sind eh Schmutz. Kesselchips sind geil. Aber auch teuer, leider. Frage 35. Es ist alles teurer geworden bei Chips und Süßigkeiten. Das stimmt, ja. In welcher Stadt steht die Gum Wall? Also G-U-M-W-A-L-L. Eine Hauswand, an die Tausende von Kaugummis geklebt wurden und die... Ganz einfach, das ist Berlin. Nein. Nee, das ist New York, international. Nein. Scheiße. An die Tausende von Kaugummis geklebt wurden und die heute als eine beliebte Touristenattraktion bekannt ist. Lecker. Als eine. Da mal ablecken. Mhm. USA ist schon mal gut. Das ist aber nicht New York. Ja, dann natürlich San Francisco. Nein. Scheiße. Ich würde sagen, wo ist denn... Nee, das sage ich nicht. Wo ist was? Die Gum Wall. Ja, dann würde ich glaube ich, okay, pass auf. Wo ist denn die Station von, oder der Ursprungsort von Wrigley's? Gar keine Ahnung. Wahrscheinlich in Spearmint.
Nicht in Hubba Bubba. Alter. Oh gut, keine Ahnung, es gibt so viele Städte. 3, 2. Komm, ich mach einfach jetzt mal Philadelphia. Nein. Nein, da kommt der Frischkäse her. Genau, da kommt der Frischkäse her, Mann. Stimmt. Und ich schließe es, ist es in Seattle. Ah ja. Habe ich in Grey's Anatomy noch nicht einmal gesehen. Nee, habe ich noch nicht, hab ich nicht gesehen. Ne? Warum ist da Grey's Anatomy noch dagegen gefahren? Blip, ja, ohne so Scheiß. Kleben oder so und dann heißt er, meine, nein, er hat jetzt aber Kaugummi im Darm, wir müssen ihn operieren. Ja, Dr. was soll Weber das? Hat doch jetzt einen neuen Kaugummi-Entfernungsstift erfunden. Dr. Bipper? Dr. Weber. Dr. Bipper. Nicht Dr. Bipper. Das wäre irgendwie ein guter Name für einen Arzt, ey. Frage 36. Welches deutsche Süßwarenunternehmen hat seinen Sitz in Emmerich am Rhein und ist dafür bekannt, ausschließlich vegane und vegetarisch... Katjes! Ja, stimmt. Dann ist es Katjes. Die machen immer nur vegane. Genau. Und die sind in Emmerich, ja. Gute Leute. Katjes sind mega geil. Also die richtigen Sorten davon. Nicht alle sind mega geil, aber die meisten. Frage 37. Wie bezeichnet man die Süßspeise, bei deren Zubereitung Butterkekse mit einer Kakaocreme oder mit Kuvertüre bestrichen? Christian. Das haben wir doch gemacht in Pizza wie kocht. Hier, kalter Hund. Ja, so ja heißt das. Jens Rezept war das. Jen? Jen, Jenian. Jen, ja, 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 genau. Sven? Konntet ihr was lernen? Frage 38. Was wurde ursprünglich aus dem Saft der Wurzeln des echten Eibisch hergestellt? Das echten was? Das echten Eibisch. E-I-B-I-S-C-H. Wo sind wir jetzt? Bei welchem Alkohol? Ich hab Wurzel von Eibisch? Okay, pass auf. Cola. Achso, du meinst, wir sind bei Getränken? Es ist schwierig. Es ist kein Getränk. Es ist was zu essen. Schade. Aber Lakritz ist es doch nicht, oder? Das ist doch Lakritz. Das ist doch diese Salmia. Süßholzwurzel ist das doch. Das ist ja nicht der Eibisch, oder? Ja, aber er hat ja extra nach Wurzel gefragt. Deswegen sage ich mal Lakritz. Nein. Schade. Reingebaitet. Es ist, optisch ist es quasi das genaue Gegenteil von Lakritz, würde ich mal sagen. Ja, weiß? Was denn weiß? Weiße Mäusespeck. Nein. Wobei. Was? Sekunde mal, Jay, warte mal. Ich muss mal kurz hier. Okay, Peter, das ist korrekt. Ich ziehe den anderen den Punkt. Als ob du den Marshmallow-Punkt gibst. Es sind nämlich Marshmallows und. Moment. Beim Mäusespeck würde ich Marshmallows zum Punkt aufgeben. Das ist was ganz anderes. Das ist nicht genau das gleiche, nur ein bisschen härter. Doch, das lasse ich so gelten, ja. Mäusespeck ist aus Marshmallows, deswegen, das passt für mich. Sind Marshmallows, ja. Nice. Also, Punkte bekommen, die anderen jeweils einen Punkt. Reingelackt. Frage 39. Was ist neben Zucker der Hauptbestandteil von Marzipan? Brammen. Mandeln. Oh ja, gut. Richtig. Beziehungsweise gemahlene Mandeln, um genau zu sein. Ja. Frage 40. So was lässt er durch. Die Marke Hitchler. Die heißen jetzt Hitchies. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich vor Frauen gesehen. 2021. Ja. The fuck is Hitchler, Junge? Das ist 2 Jahre her. Da würde ich aber Hitchler ist mega geil. Das sind diese sauren Teile. Ja, aber die kamen erst vor kurzem. Ich habe die auch mal früher saure Hitlers genannt. Ja, kein Wunder, ey. Also deswegen ist schon smart, dass die sich Hitchies nennen. Yeah. Ja. Frage 41 ist eine Schätzfrage. Damit eine Praline als solche bezeichnet werden darf, muss sie mundgerecht sein und einen bestimmten Schokoladenanteil enthalten. Wie hoch muss dieser Schokoladenanteil mindestens sein in Prozent? Also wie viel Prozent der Praline muss, das muss Sepp Schokolade wissen, ne? sein? Ja, Sepp fehlt hier. Sepp, kann ich den kurz Telefonjoker den mal anrufen? Ja. Schokoladenservice Sebastian. Also wäre für mich okay. Allein schon, was mich interessieren würde, ob der das weiß.
Es geht ausschließlich um den Schokoladenanteil, dabei ist es egal, welche Schokolade da verarbeitet drin ist. Also du willst nicht den Kakaoanteil der Schokolade haben, sondern du willst den Schokoladenanteil der Schokolade, der Praline haben, ja? Genau. Ja, okay. Die Frage, genau die Frage hatte ich auch im Kopf. Aber hat weiße Schokolade überhaupt einen Schokoladenanteil? Ja. Ja, das ist eine Schokolade. Das ist dann halt Schokolade, genau, das ist scheißegal. Ja, oder wird die nur so genannt, aber in Wahrheit ist sie gar keine Schokolade, weil die nicht mit Kakao gemacht wird, sondern nur aus Kakaobutter. Boah. Doch, das ist Schokolade. Sonst dürftest du die ja sogar nicht heißt doch weiße Schokolade, dann dürftest du das gar nicht so nennen dürfen. Ja, vielleicht heißt die einfach nur schon seit Ewigkeiten so und deswegen ist das so eine Ausnahme im Lebensmittelrecht. Das glaube ich nicht. Das ist eine sehr relevante Frage auf jeden Fall. Das ist eine Diskussion jetzt für die Frage. War es gar nicht so einfach, ey. Ja, woher soll man sowas wissen, jetzt mal ehrlich? Gut, alle haben eingeloggt. Ja, ja, also ich fange wieder an bei der geringsten Schätzung. Jay sagt 20%, Christian sagt 30% und Brammen und Peter sagen 51%. Das gibt's nicht! Wow. Ja, okay, muss mehr als die Hälfte. Ja, das war mein. Ja. Ich hatte jetzt gedacht, so ein Drittel. Die haben doch immer eine Füllung und so ein Shit gehen, auch, ne? Ja. Deswegen dachte ich halt so. Das sind die anderen 49%. Wenn die Füllung. Es sind mindestens 25% und damit sind Jay und Christian am nächsten dran. Das wäre beide kriegen 4 Punkte. Oh, das ist doch. Das wäre viel zu viel, 51. Ja, ich glaube, das würde, also manchmal sind die Schokolade ja dünner als. Ja, ohne Scheiß, da wäre wirklich eine gefüllte Milka-Schokolade, so Milka-Joghurt oder sowas, wäre ja dann eine Praline. Ist Duplo damit wirklich eine Praline? Die längste. Ich glaube, Welt, sonst dann wäre das false Advertising und dann dürften sie das nicht so damit werben. Wahrscheinlich erfüllt das genau also die muss Kriterien, wahrscheinlich. Damit die damit so werben können. Richtig. Also mundgerecht sind die, ne? Die kriege ich relativ schnell rein. Dürfen die aber nicht mehr so genannt werden. Dürfen die nicht mehr so genannt werden. Die sind ja auch echt nicht mundgerecht, jetzt mal ehrlich. Ja, dann ist das raus aus der false Advertising. Tja. Also dann ist das jetzt seit neuestem. Ja, schade. Also hier steht tatsächlich, in Werbespots wird der Schokoriegel ironisierend in Bezug zu einer Praline gesetzt. Also es ist ironisch gemeint. Das sagt die Law-Abteilung, die Anwälte sagen das. Das ist alles Ironie, Leute. Ist interessant. Aber ja. Weil die immer noch Duplo heißen dürfen und Lego die noch nicht verklagt hat, wundert mich. Andersrum. Interessant, ne? Ja. Soll Lego mal in Grund und Boden verklagen dafür. Knattern. Einmal nochmal an die schöne Folge denken mit dem Duplo und dem 1000 Euro, das war gut. Ach, herrlich. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Welcher Schokoriegel war denn 1000 Euro wert? Nein! Das letzte Preis, das war richtig schön. Nochmal einmal kurz ein bisschen angry machen hier die zwei. Ach, das Duplo, jo, das ist die Folge. Das war schön. Die war wirklich lustig. Wir sind aber hier bei Schokolade. Und Süßigkeiten. Christian führt mit 96 Punkten vor, Bram mit 85, Jay mit 73, Peter mit 58. Aktuell so ein bisschen abgeschlagen, gesagt, aber wir haben ja noch ein paar Fragen. Salat. Ja, okay. Und Bier. Ja. Wir kommen zu Frage 42. Für welches Produkt wurde mit folgenden Werbeslogans geworben? Im Jahr 2015 für mehr Bier. Ausbauvertrag. 2018, so fühlt sich Familie an. Und im Jahr 2020 mit dem Spruch, es steckt viel in. Christian. Das ist aus dem alten Slogan, es steckt viel Spaß in Toffifee. Richtig, Toffifee. Ja. Das ist die, die ich noch kenne. Das war überdurchschnittlich stark. Weiniger? Das stimmt Toffifee. Ja aber gar nicht, ne? Da ist ja gar nicht Spaß drin, sondern eine Haselnuss. Ja, also wir sind da auch nicht drin, ne? Aber ja. Was war der andere Slogan? Für mehr wir? Hölle, Frage 43. Du denkst vielleicht... Eine Haselnuss. Denkst vielleicht... Also das ist wieder so ein Was-bin-ich-Spruch, ne? Aha. Du denkst vielleicht, ich kann nur von einer italienischen Insel sein. Stattdessen nenne ich aber Appleheim mein Heim. Was bin ich? Was ist das? Wo ist denn Appleheim? Italienische Insel. Also ist das ein englischer, so ist das in England, Appleheim. Da ist ja ganz klar Capri-Sonne. Ja, absolut. Ja! Na gut. Okay, ich habe keine Ahnung. Es geht um Wir Capri. Heißen aber nicht mehr Capri-Sonne.
Er heißt Capri Sun. Ah, Capri Sun. Ja. Ja, ist doch alles durchgehen wieder, ey. Naja! 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 Frage 44. Was war die erste Süßspeise, beziehungsweise das erste Dessert, welches überhaupt im Format Pizza Meat kocht, zubereitet wurde? Peter, war es nicht du da? Ich? Peter, ist ein Dessert? War das nicht so ein Kochvideo von dir alleine? Oh mein Gott. Boah, kann ich mich nicht dran erinnern. Meine Fresse, ey. Was könnte sorry die erste Süßspeise sein? Da war ganz klar Monis Vanillepudding. Oh ja, aber da war doch die Quarkbällchen. Vanille. Ja, Monis Vanillepudding meine ich natürlich. Legendäre Folge, aber leider nein. Legendäre Folge, ey, Moni, die hey, was Alte. Haben wir denn, Süßspeise, Alter. Was haben wir denn davor gemacht? Das ist ja 1000 Jahre her. Tiramisu. Shakshuka. Ey, die mich von Hut.de, die uns da beraten hat, die ist auch Moni, ne? Ja. Echt? Ja, die hat mir auf Instagram geschrieben. Hallo, hier ist die Moni, ich habe euch beraten, voll cool, habt das Video gesehen. Ja, viele Grüße, ne? Ja. So, wie cool hallo, ist liebe Mitbuckies. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe das ganze Kürbis-Schokokuchen. Falls ihr euch noch erinnert. Boah, der war richtig Schmutz. Moment, ich erinnere Moment mich. Also, oh, verdrängt. Wir haben aber auf jeden Fall einen Schokokuchen unter den höchsten Bewertungen. Ja, aber ich bin mir da 100%ig sicher, dass das, ich hatte diese Kürbisschale, diese harten Schalen überall in meinem Mund drin gehabt. Ich konnte nicht kauen. Buch? Das war richtig Schmutz. Stimmt, ja. Ach, ja. Im Wohnzimmer. Ja, du musst das auch vorher geschält haben, den Kürbis, ne? Ja. Schill dich gleich, ey. Nice. Ist Christian gerade weggegangen? Nee, ich hätte gedacht, ich habe das hier im Regal stehen, aber ich habe das im Wohnzimmer. Noch den Kürbis-Schokokuchen? Nee, aber ich glaube, da ist der Schokokuchen drin, weil wir den sehr hoch bewertet hatten. Und ich wollte nur gucken, ob das der ist. Dann müsst ihr euch das Buch kaufen, um das zu erfahren. So nämlich. 45. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen dem deutschen Käsekuchen und dem amerikanischen Christian? Das hatten wir schon. Das eine ist mit Frischkäse und das andere ist mit Cream Cheese. Was? Ich wollte dir helfen. Ich dachte Cream Cheese, aber vielleicht habe ich dich stattdessen verwirrt. Sorry, hör dich auf. Cream Cheese. Ist egal. Okay, Frischkäse und das andere ist Quark. Ah. Ja, das wollte ich hören. Genau. Guck mal, habe ich dich tatsächlich verwirrt. Sorry. Ja. Der deutsche Käsekuchen wird mit Quark gemacht, der amerikanische Cheesecake mit Frischkäse, beziehungsweise um genau zu sein, Doppelrahmen Frischkäse. Ja, die sind beide geil. Ja. Ich liebe Käsekuchen, oh mein Gott. Oh. Frage 46. Was ist ein Basler Leckerli? Hat nichts mit Mario Basler zu tun. Oh mein Gott! Warum denn? Zigarette! Ich hätte auch Zigarette gesagt! Und ein Pilz dabei. Basler Leckerli ist safe eine Zigarette. Jay. Das ist diese Schokolade, die wir damals bei der Basel Fantasy Basel geholt haben. Das ist diese Lederacher, genau. Weil die aus Basel kommt oder so. Naja, Lederacher Schokolade. Kommt die aus Basel? Weiß ich nicht, aber die haben uns die auf jeden Fall mitgegeben. Das so weiß ich auch nicht. Geile Schokolade, das weiß ja, ich richtig. Noch. Die war echt lecker. Schade. Nee. Selbst als Beschreibung würde mir das, glaube ich, nicht reichen, nein. Dann weiß nicht, nicht reichen, aber Schokolade ist dann schon mal so eine richtige Reihe. Dann halten wir mal fest. Mal gucken, was die Antwort ist. Ihr könnt es ja umschreiben. Aber also hier ist auch umschrieben. Ihr müsst mir jetzt nicht die Bestandteile davon nennen. Aber einen Begriff hätte ich schon ganz gerne gehört. Ich habe keine Ahnung. Ich werde so gescammt. Wie ist das nochmal? Ein Keks. Nee, das reicht mir dann wiederum nicht. Ein Basler. Man könnte mal probieren, ne? Ja. Basler oder Basler? Basler, also wirklich wie Mario. Basler? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe, das ist nach dem Herstellungsort Basel benannt und es ist ein lebkuchenartiges Gebäck. Das wollte ich hören. Na, also das war ja auch super nah mit Lederacher Schokolade. Ja, 1:1. Das wird aus Weizenmehl, Honig, kandierten Früchten und Nüssen hergestellt. Also Schokolade ist da jetzt nicht wirklich drin.
Frage 47. Welches Unternehmen, welches vor allem für seine Waffeln bekannt ist, verbindet man seit 2001 als Sponsor im Skisprungsport? Ja, Jay. Mama. Richtig. Jo. Wie heißen die Manna? Manna von das Österreich. Wir haben letztens noch drüber geredet, hier bei dem Probieren, was wir an dem Knasthotel gemacht haben. Diese Krümelwaffeln. Ja, DDR-Essen. Mhm. Ja, so ungefähr schmecken die. Die sind besser. Ja, okay, mit einer besseren Qualität, aber nur damit Peter halt so ein bisschen Anhaltspunkt hat. Verstehe. Die war kacke. Haselnussig sind die. Ja, ich finde die auch lecker. Mit Zitrone gibt's die auch. Echt? Mhm. Und die sind vegan. Oh. Okay, Schokolade? Nee, die haben keine, also mit Zitrone nicht. Also die haben halt Zitrone. Zitrone ist vegan? Okay, Frage 48. In welcher Stadt findet jährlich die weltgrößte Fachmesse für Süßwaren und Snacks statt? Oh, das habe ich schon mal gehört. Bram. War das in Essen? Nein. Das wäre so geil. Da wäre so 10%. In Essen. Ja, wo ist Sepp denn mal wohin gefahren? Kolumbien. Ja. In Bogota. Die weltgrößte Fachmesse für Süßwaren und Snacks. Quatsch, da war Sepp doch in Köln. Ja, die internationale Süßwarenmesse. Okay. Aber wir haben auch so lame Namen dafür, wenn das in Deutschland stattfindet. Ich dachte, als du sagst, so, ne? Hey, hier, wo ist Sepp denn da hingefahren? Gamescom. Gamescom. Ja, mega langweilig. Ich werde nie vergessen, wie hier die... Heißt ja nicht internationale Videospielmesse. Dann hast du die eine Ausnahme gefunden. Da hätte ich gesagt, nein, da gibt es ganz viele weitere. Wir haben hier die Kabel- und Gummimesse oder so ein Kram. Oder Polaris. Also ich finde, jetzt sind schon ziemlich coole Namen, die die haben. Das sind Conventions. Das ist was ganz anderes. Ach so, das ist keine Messe. Okay. Wir haben noch zwei Fragen und Jay ist 8 Punkte hinter Brammen. Also bei 2 richtigen Antworten kann er Brammen zumindest noch einholen. Hauptsache, Peter kriegt mich nicht mehr. 113. Sieht schlecht aus. Guten Vorsprung. Frage 49. Welches Dessert bietet Calvin Candy, dem Zahnarzt und Kopfgeldjäger Dr. King Schulz im Film Django Unchained? Oh, holy shit. Christian. White Cake. Ja. Okay. Natürlich. Was ist denn White Cake? Also ich verstehe, Christian, ich bin auch voll bei, das ist auch so eine Frage, die man auch so aus der Pistole geschossen beantwortet auch einfach. Ja, aber also das ist ja wirklich in dem Film relativ wichtig, weil er halt dem Schwarzen halt, also ne, die essen halt White Cake, ne? Also, es sieht lecker und aus. Das kriegt er nicht. Oder so. Also Dr. King Schulz kriegt das ja, aber man der andere nicht. Also das ist tatsächlich so wie die Twinkies aus Zombieland. Nee, ja doch, ein bisschen. Eine Frage haben wir noch und die kommt jetzt. Die letzte Frage, 50. 50 Punkte. Was bildet den Kern eines Raffaellos, wie auch immer. Christian. Mandel. Richtig, eine weiß blanchierte Mandel. Und damit gingen die letzten 8 Punkte auf das Konto von Christian und er gewinnt mit 121 davon. So ein Schleckermaul. Ja. Hat er uns aber ganz schön gestompt, ey. Brammen hat 88 Punkte, ist damit auf dem zweiten Platz. Jay 80 und Peter, unser Essenskonnoisseur, mit 66 Punkten auf dem letzten Platz. Da muss er noch was von Alexander Herrmann aber ein bisschen was lernen, muss ich sagen. Ja. Es waren auch wenig Fragen, muss ich sagen, so zu Chips und so. Also außer jetzt die Kessel-Chips-Frage. Ja, und die mag ja keiner, der Geschmack hat. Schmutz! Wenn nicht Schmutz, ist es Kevin. Vielen Dank an dich fürs Vorbereiten dieses Fragesets. Und Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Ciao.